Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zum Singleplayer des wohl besten Spiels ever für die Wii U. Und da gibt's immer für die Wii U, Alter, was zur Hölle, für die Switch. Es wird nie ein besseres Spiel geben als dieses Spiel für die Switch. Und das letzte Mal haben wir da oben die Mission geklärt. Und ja, ich habe mich nicht so ganz gut angestellt, möchte ich mal behaupten. Jetzt habe ich mit dem Eimer einfach mal dagegen geworfen, bin hier rübergekommen. Und hier oben ist doch jetzt auch der nächste Kessel. Na? Nimm ich 14 Parkhaus-Parcours. Aber wir müssen 11. 11 haben wir schon. 12, 13 müssen wir finden. Ich tippe aber einfach mal, dass wir das irgendwie machen werden, wenn wir jetzt. Ja, oder auch nicht. Ja, stimmt. Da kommen wir wahrscheinlich nur hier rüber dann. Ja, ist auch nicht so. Ist auch nicht so, dass das wahre jetzt. Aber die 11 könnten wir zur Not ja noch machen. Wir können da. Ach ja, da war ja was. Ich erinnere mich. Ich mache das nochmal eben ganz kurz. Wir können ja jedes Mal ein bisschen immer, ne? Also ich meine, ne? Ihr habt doch Zeit. Habt ihr Zeit mitgebracht? Ihr habt Zeit mitgebracht, oder? Na. Ich möchte da immer schon auf diesem Kessel als Tintenfisch nach vorne springen. Aber das funktioniert ja nicht. Damit löst man ja was aus. Das möchte ich nicht. So. Es tut mir leid, Leute. Wahrscheinlich so die ersten 50 Leute sind jetzt schon wieder weg. Aber ist ja kein Problem. Jetzt sind die anderen 30 weg. Ich muss dringend irgendwie mal ein bisschen an meinem Skill arbeiten, Leute. Seht ihr genauso, oder? So, und jetzt ist die Frage. Passt auf. Wir müssen hier rein. Hier rüber. Als Fisch. Und tada! Perfekt. Das ist ja auch, das ist jetzt doch ideal gelaufen. So, das ist die 12. Jetzt ist halt die Frage, wo könnte die Nummer 13 sein? Das ist jetzt das Einzige, was uns noch fehlt. Nummer 13. Wenn da unten nichts mehr ist, da ist nur der Bosskampf. Dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wo die Nummer 13 ist. Können wir mal auf die Karte gucken. Macht das Sinn? Die ist dann wahrscheinlich irgendwo unten auf so einem Ding. Also sprich, da vorne, da ist es. Aha. Okay, das heißt, wir müssen noch mal kurz zur 15 hochspringen. Wir nehmen aber mal den Sniper jetzt rein. Wir springen noch mal kurz zur 15. Weil wir von da aus uns, glaube ich, wieder auch so rüberziehen müssen. Genau. Wir können erstmal dagegen ballern hier. Batz. Oh! Oh, ah, ist gar nicht passiert. Oh, Leute, da gab es wohl ein Ladescreen. Hallo, herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge. Nein. Da wäre etwas. Da komme ich aber so nicht ran. Aha! Ja, seht ihr das? Seht ihr es? Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich sehe? Ich hoffe. Ich hoffe es doch sehr, dass ihr das seht, was ich sehe. Denn. Genau, hier müssten wir jetzt wieder auf die Anfangsplattform kommen. Und ich bin ja ganz am Anfang, erinnert euch vielleicht dran, an die letzte oder letzte Folge, bin ich doch hier auf dieses komische Ding gegangen, auf mir. Was? Und das muss ich machen. Ha! Guck eine an, ne? Bin ich... Okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht bin ich doch nicht so scheiße, aber... Nee, doch, bin ich. So, hier und hier haben wir doch dann die 13. Jawoll! Und damit haben wir dieses Level komplett erkundet. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder ist hier noch irgendwo was? Nee. Nee, das müsste alles sein. Das müsste alles sein. Jawohl. Und dann gehen wir rüber zur 11 und schauen uns vielleicht heute mal 11 und 12 an, wenn wir schnell durchkommen, oder? Jäger und Gejagte mit Vorgabe von Arti. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Habe ich überhaupt noch was zu trinken? Ja, da ist doch noch was zu trinken. Jawohl, Leute. Heute läuft's bei mir. Heute läuft's bei mir. Erstmal eine Flasche Wasser aufmachen. Hm. Professionell was trinken. Hä? Keine Vorgabe von Arti? Oh, wahrscheinlich die Duel-Dinger. Aber die habe ich ja schon drin. Mit der kann ich umgehen. Damit komme ich klar. Schnell schießende Waffen. So. Zack, zack, zack. Heute seht ihr Skill von mir, Leute. Woo! Was ist denn er hier? Was ist mit ihm los? Was macht er?
Hey, was ist er für einer? Er rollt hier ganz schön viel rum. Hier geblieben. Junge, Junge, Junge. Ah, er hat den Schlüssel gemopst. Das ist ja gemein von ihm. So, aber kein Problem. Hindert uns nicht daran, den Schlüssel zu holen. So, haben wir irgendwas ausgelassen? Na, nö. Okay, beim ersten Mal ist es auch selten was, dass wir direkt die... Zack, erster weg. Oh, ist das nervig, ne? Wie hieß das? Jäger und Jagder hieß, glaube ich, hieß das Ding, ne? So. Zack. Stirb. Und ganz locker flockig geht es weiter. Genau, wollte ich doch meinen. Ach ja, die haben immer Schlüssel. Ah, okay. So, hier ist ein Netz. Hier kann ich aber nicht durch. Muss ich hier durch? Nee, muss ich auch nicht. Ja, ich will hier auch nichts übersehen, ne? Schön, zweimal gucken. Vor allem, wenn wir gerade so einen komischen Typen jagen oder so, dann übersieht man locker was. So. Oh Gott. Zwei davon? Oh. Kommt her! Gibt's nicht. Alter, ist das anstrengend mit denen. Holla, die Waldfee. Ups. Den nehmen wir natürlich mit. So, und dann hier drüben nochmal die Dinger. Und auch hier gab's wieder nichts Verstecktes, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich könnte da unten irgendwie drauf, aber... Okay, wahrscheinlich nicht. Das ist immer das, was mich, glaube ich, an dem Spiel am meisten stresst. Dass ich mir selber die Maßgabe gesetzt habe, alles zu finden. Oder dass ich immer alle Sachen finden möchte. So. Und wenn ich dann es mal nicht finde, dann habe ich immer gleich den Eindruck, versagt zu haben. Versageängste, Leute. Oh. Oha. Jetzt frage ich mich doch, ob ich schon öfter was übersehen habe. Ach goddammit, Spiel! Ich mag sowas nicht, so versteckte Sachen. So ein bisschen Rätseln, Knobeln, wo man vielleicht abbiegen muss, okay. Aber sowas wie, man muss unsichtbare Sachen freischießen, damit man weiß, wie es weitergeht, das ist irgendwie immer stressig. So. Zack. Auch nochmal weg. Schlüssel. Danke. Zack, ist hier irgendwas? Eine Dose. Aber die Dose ist auch, glaube ich, nur ein Bonus-Item, die am Ende irgendwie nochmal 20 Extra-Teile bringt. Aber auch hier sehe ich keine versteckten Plattformen. Plattform, von wo aus man Sachen holen kann. Ist es hier? Wieso ist diese Plattform... Diese Plattform ist so unnötig. Versuchen natürlich auch alle Ballons hier mitzukriegen. Sagt ihr Ballons oder sagt ihr Ballons? Es gibt voll viele, die sagen irgendwie Ballons. Oder Ballone. Das heißt doch Ballons, oder? Heißt es Ballone. Jetzt habe ich das Wort so oft gesagt, dass es egal, wie oft ich es höre, immer lächerlich klingt. Kennt ihr das? Ihr müsst einfach mal 1000 Mal Ballons sagen. Und danach denkt ihr so, hä, warum? Was ist das für ein komisches Wort? Okay, hier ist was. Hier ist auch was. Okay, noch mehr Punkte. Okay. Ich würde eigentlich gerne... Oh, nö, ne? Das ist jetzt aber nicht so eine stressige Scheiße, oder? Oh Mann, es ist so eine stressige Scheiße. Oh, okay, ersten habe ich. So, was ist da unten jetzt? Aha, okay, ich muss dann also hier durchfallen. Und nicht sterben. Okay, habe ich. Aha! Lol, die können also auch von Gegnern gedroppt werden. Okay.
Ich hätte jetzt gedacht, dass ich immer nach einer Kiste suchen muss, aber dem ist anscheinend nicht so. Freunde, Freunde, Freunde. Was soll noch aus dem Spiel werden? Warte. Wir schmeißen da mal ein Ding hin. Haben wir? So, ist hier noch was? Nö, ne? So, zack. Ach, mit so einer Waffe macht es gleich viel mehr Spaß, ey. Irgendwas Verstecktes hier. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Anchovy einfach versteckt ist irgendwie in so einer Ecke, wo man hier irgendwie was umfärben muss. Aber es muss dann ja gefärbt sein, oder? Oder kann das quasi in jeder Ecke sein? Oh Gott. Oh, wird das ätzend. Oh, wird das ätzend. Oh, wird das ätzend. Sei vorsichtig bei Stellen, an denen du nicht sehen kannst, ob da eine Bombe liegt. Das ist so ein bisschen was wie Bomberman hier. Huch. So, und irgendwo beschießt mich doch hier auch noch was. Hä? Wo ist denn? Ist doch gerade wieder irgendwas. Irgendjemand ist doch hier wieder ausgebüxt. Gott, bleib hier! Bleib stehen, du... Das gibt's nicht. Gott, ist das stressig! Jetzt fallen sie da alle wieder runter! Ein! Oh Gott! Alter, ist das stressig. Ich mache jetzt Folgendes. Und zwar werden die jetzt gleich hier runterspringen. Ich werde die jetzt da hochjagen. Und werde dann da unten eine Granate hinwerfen. Ja, es hat nicht geklappt. Ah, kommt her. Ja, kommt her. Leute. Ah, ja, einer weg. Ah. Ja. Oh mein Gott, da musste ich jetzt einfach voll Risiko gehen. Oh, super ätzende Scheiße. Ohne Witz. Oh, ist das ätzend. Mann. Da oben ist aber noch was. Das würde ich gerne nochmal holen. Oh, Alter. Selten. Das ist ja ähnlich ätzend wie das Zeug mit den Sniper. Hier ist noch eine Dose. Ah, Spezialwaffe. Ja, wow. Das gibt er mir jetzt. Jetzt kriege ich die Spezialwaffe. Gott, gegen die Dinger sind die ja echt Gold wert. Wow. Wow. Und jetzt kriege ich die Spezialwaffe. Ja, geh, geh, Leute. Ja, geh, fucking geh. Aber ich habe noch einen extra... Ich habe noch einen Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Für die Box da vorne, oder? Aha! Puh! Hätte ich beinahe übersehen! Haha! Nicht mit mir, Leute. Ja, toll. Ich mühe mich hier ab und dann liegt da einfach so eine... Warte mal, wo war ich jetzt? Ach ja, da vorne. Da mühe ich mich hier ab und dann liegt da einfach eine Spezialwaffe rum! Der hätte so gut gepasst! Wäre perfekt gewesen! Das wäre perfekt gewesen! 9 Minuten 55. Ja, beim letzten Mal waren wir langsamer. Alter, Leute! Alter, Leute! Ah. Okay. So, Jäger und Gejagte. Abgeschlossen mit beidem tatsächlich. Und Schrimpgutschein. Durch höhere Mächte vorgenommene Regulierungsänderungen machten einen Rückruf und eine komplette Überarbeitung aller Spezialwaffen erforderlich. Entwickler und Hersteller stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Okay. Ja, bisher ist eigentlich ganz gut, oder? Was sagt ihr zu den Spezialwaffen in Splatoon 2?
So, Level Nummer 12, die Hüpfburg der Octarianer. Die nehmen wir natürlich auch mal ganz schnell mit. Vorgang von Arti, und was war das jetzt eben da? Das klingt schon wieder nach ganz viel Movement. Movement. Leute, versteht ihr mich? Movement. Movement ist immer... Ah, ich weiß nicht. So, was haben wir? Wir haben den normalen Blaster, okay. Oh, das sieht aber witzig aus. Doing, doing. Wie komme ich da jetzt hoch? Ah! Oh, warte. Ha! Ja, so ist natürlich einfacher. Oh Gott, jetzt muss ich noch drauf achten, wo ich hochspringen kann und wo nicht. Ah! Sowas macht mich fertig, Leute. Oh, das habe ich gut gelöst. Zack, weg mit dir. Okay, gut. Hier ist noch was. Ansonsten haben wir alles. Weiter geht's. Ich würde ja gerne mal wieder so... Ich habe auch das Gefühl, dass die Level immer länger werden. Bei dem einen habe ich halt aber auch einmal extrem lang gebraucht. Das ist wohl wahr. Oh. Oh Gott! Oh. Okay, und? Dings auf. Okay, hier geht's wahrscheinlich weiter. Da vorne ist allerdings noch was. Das habe ich noch nicht. Oh, nice. Und? Ah, nur Punkte, okay. Ich hätte jetzt mir fast vorstellen können, dass hier auch mehr drauf gewesen wäre. Zack. Und weiter. Oh, habt ihr irgendwelche absolute Hasslevel? Das wäre fast so eins, oder? Na, wobei, es geht noch. Ah, guck an. Oh, da müssen wir jetzt aber aufpassen. Jump, jump. Jump. So, perfekt. Gut gelöst. Snipert da jemand auf mich? Ah, es sind... Ah, die Dinger sind's. Okay. Die Frage ist nur... Er kommt da jetzt nicht hoch. Warte mal. Wir müssen mal hier alles kurz färben. Ach, hier kann ich hoch. Okay. Alles gut, ich dachte schon so, da muss ich einmal jetzt komplett hinten lang. Okay, das Ding haben wir schon mal an Chovy. Oh oh. Ah. Ho! Das war ja wieder knapp hier. Okay, und jetzt weiter hier. Hui! Können wir ihn nicht. Können wir die geilen. Ah, guck mal, er springt sogar schon weg. Oh. Zack. Wenn wir hier geilen 360-Shots machen, aber die springen ja alleine schon runter. Geil. Ja, und jetzt? Muss ich hier wieder irgendwas übersehen? Ah. Na! Oh. Ah, da ist noch was. Da ist noch einer drauf. Hä? Stirb halt! So, ich muss doch bestimmt... Ja. Muss ich. Aber die Frage ist, wie mache ich das? Dass ich darauf muss, ist klar. Aber die Frage ist, wie komme ich darauf? Ah,
ich sehe es. Oh Gott. Das ist aber kompliziert hier. Also eigentlich ja nicht, aber man muss es nur einmal blicken. So, und da oben ist doch jetzt die Schriftrolle. Na? Ja, bitte, da ist sie, Freunde. Habe ich das gut gelöst oder habe ich das gut gelöst, ne? Ausnahmsweise mal. Oh Gott. So. Wo müssen wir lang? Ah. Nein! Naja, gut, okay. Gibt Schlimmeres? Oh Gott! Das habe ich nicht so gut gelöst. Da gebe ich offen ehrlich zu, das habe ich nicht optimal gelöst. Hätte man besser machen können. Oh Gott, aber überall diese Bonus-Dinger zu holen, ist halt aber auch nicht so leicht, ne? Zack. Lass ich da mal rauf. So. Irgendwie riecht es hier nach McDonald's-Burger gerade. Boah, da habe ich auch wieder Bock drauf. Na, ich habe, also was heißt Bock drauf? Das ist gerade so ein spontaner Appetit. Kennt ihr das? Ich habe, also eigentlich habe ich nie so richtig Bock auf McDonald's, weil, ja, das meiste schmeckt halt einfach nicht so geil. Es gibt aber halt auch so ein paar Sachen, die kann man sich echt da gönnen. Hoppla. Oh. Ja, scheiße, Ballons. Die kann man sich doch echt mal gönnen, mal so zeitweise. Also ich habe jetzt wirklich schon... Ich war jetzt echt... Bestimmt ein Jahr oder so nicht mehr bei McDonald's? Keine Ahnung. Na, ein Jahr nicht. Aber ein halbes Jahr bestimmt, wenn nicht länger. Und... Keine Ahnung. Ich hätte gerade Lust so... Aber vielleicht, weil es auch einfach nur danach riecht, nach einem Big Mac oder so. 6 Minuten 44, da waren wir mal wieder fix unterwegs. Ja. Und ich hoffe... Ich hoffe, meine Freunde... dass es euch gefallen hat, ja? Dass ihr Spaß hattet, dass ihr euch amüsiert habt. Das müssen einige dieser Bilder sein, die die jungen Leute von sich selbst aufnehmen. Ich vermute, der Zweck ist, es so auszusehen, als hätte man gar nicht fotografiert werden wollen und dabei cool, aber bloß nicht zu bemüht wirken. Ah ja, 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 wer kennt sie nicht, diese komischen Bilder. Ja, hätten wir auch geschafft, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einer weiteren Folge Splatoon 2. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.